Will man seine Prozesse optimieren, kommt man ganz, ganz schnell an das Thema Mitarbeiterführung und wie kann ich die Mannschaft motivieren, wirklich auch diese Verbesserungen umzusetzen und mitzuziehen? Wie kann ich überhaupt meine Mitarbeiter motivieren und was kann ich eigentlich tun, außerhalb von Geld zu bezahlen oder finanzielle Anreize zu setzen? Dafür habe ich mir einen Experten eingeladen. Freuen Sie sich auf eine neue Folge von Schröder fragt nach. Ja, Bernd, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für unser gemeinsames Gespräch zum Thema Mitarbeiterentwicklung, Führungskräfteentwicklung und Prozesse in Unternehmen und was man alles daraus lernen kann und mitnehmen kann. Für alle, die vielleicht deinen YouTube-Kanal, der sehr, sehr zu empfehlen ist, noch nicht kennen, magst du dich mal kurz vorstellen? Gerne. Also mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin unterwegs als Sparringspartner für KMU-Unternehmer, habe mich sehr viel mit Führung beschäftigt. Von Haus aus bin ich Ingenieur, habe irgendwann auch ein Startup gehabt, habe das verkauft, war im großen Konzern, habe dann nach 9 Jahren gesagt, das ist doch nicht meine Welt und habe mich dann selbstständig gemacht, nachdem ich am Anfang dachte, ich wäre ein guter Ingenieur, mit der Zeit mitgekriegt habe, eigentlich bin ich nur mittelmäßig, aber was ich irgendwie, es wurde mir wiedergespiegelt, ganz gut kann, ist Mitarbeiter führen und so Teams aufbauen. Und deswegen ist das die Richtung geworden, mit der ich mich dann beschäftigt habe. Da habe ich gleich eine Frage dazu. Teams aufbauen, Mitarbeiterführung, da gehört wahrscheinlich auch ganz viel Motivation mit dazu, dass man die Leute einfach mitnehmen kann und begeistern kann eigentlich für die Arbeit. Dass man nicht nur da ist und irgendwie halt ja sein Entgelt bekommt am Ende des Tages oder des Monats, sondern dass man vielleicht sich auch identifizieren kann mit dem Unternehmen. Wie schafft man es eigentlich, dass man Mitarbeiter, die wirklich zwar loyal sind und brav ihre Arbeit nachgehen und ihre Beschäftigung haben, sich mit dem Produkt vom Unternehmen zu identifizieren und vor allem, wenn es jetzt nicht gerade eine Firma ist, die super Sportwagen baut oder irgendwelche Präzisionsuhren oder sonst irgendwas, sondern vielleicht auch mal so normale Dinge, ich sage jetzt mal abgekantete Bleche vielleicht, Pappkartons verarbeiten oder Stumpenkerzen herstellen oder vielleicht auch so Fußbodenleisten. Ja? Das ist auch bestimmt ein hochemotionales Produkt, so eine Fußbodenleiste, aber auch die wollen ja produziert werden. Wie schafft man es, Leute für sowas wirklich auch zu begeistern und sagen, hey, wir bauen die coolsten Fußbodenleisten der Welt. Wie geht sowas? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass erstmal der Unternehmer von seinen Produkten begeistert ist. Mhm. Also muss der sich überlegen, warum gibt es eigentlich mein Unternehmen? Warum stelle ich Fußleisten her? Was ist das Besondere daran? Oder warum machen wir abgekantete Bleche? Ja, weil, was ich mitgekriegt habe, es ist eine Sache, dass nachher ein gewisser Stolz auch kommt. Ich will intrinsisch motivierte Mitarbeiter haben und ein Teil davon ist wichtig, dass die nachher stolz sind, ein Teil einer größeren Sache zu sein, Teil von etwas, was wir da gemeinsam herstellen oder als Service liefern oder sowas. Und wenn wir dann näher reingehen, es ist also eigentlich der Kundenfokus bei dem Unternehmer. Wie hilft mein Produkt draußen dem Markt oder bestimmten Personen oder anderen Firmen? Bleiben wir mal bei dem Beispiel abgekantetes Blech. Wenn ich ein abgekantetes Blech mache, mache ich das ja nicht hier, ein abgekantetes Blech, viel Spaß, wir verkaufen das. Nein, das hat ja einen gewissen Sinn. Und diesen Sinn dahinter zu übermitteln, als Beispiel: Wenn ich ein Blech abkante, wo wird das Blech eingesetzt? Von mir aus in einen OEM, der einen Elektromotor liefert. Wo wird denn dieser Elektromotor eingesetzt? Das ist bei Tesla. Das heißt, unsere abgekanteten Bleche. Ich mache hier ein abgekantetes Blech für Tesla. Mhm. Als Beispiel bin ich dann stolz drauf, dass ich diese Sache herstelle für Tesla. Ich gebe dir ein anderes Beispiel. Ich habe früher, hatte ich ja gesagt, im Konzern gearbeitet. Und zwar hatten wir unser Unternehmen an FAG verkauft. Damals, gehört heute zur Schaeffler-Gruppe. Und ich war, FAG ist ein Unternehmen gewesen damals, was über 100 Jahre gab. Die haben als Wälzlager hergestellt. Jetzt auch nicht das unbedingt sexy Produkt. Aber wenn du damals durch die Produktion durchgegangen bist und du hast so einen alten Werker gehabt, der seit 25 Jahren bei FAG ist, der hat da die Lehre gemacht. Der hat einen unheimlichen Stolz auf das Produkt, auf die Qualität. Wenn da also, wenn der irgendwo sieht, da ist Dreck oder da ist, was macht er denn da mit dem Wälzlager? Ist er bescheuert? Das geht doch nicht zum Kunden rausgehen. Da ist ein unheimlicher Stolz dabei. Und so kannst du die Qualität halten. Der war auch stolz dann, dass wir haben hier ein Großwälzlager gebaut. Wisst ihr, wo das eingesetzt wird?
in London, in dem Golden Eye, in dem großen Tal drin. Da findest du, und zwar hier in der Mitte. Das ist von FAG, ne? Nee, vom Wettbewerb, von uns. Das ist stolz. Wenn du das hinkriegst, und das ist Aufgabe jetzt im Kleinen, irgendwo beim kleinen KMUler, vom Unternehmer, dass der sagt, was wir machen, ist sinnvoll. Das ist die ganz wichtige Sache, die bei einem intrinsisch motivierten Menschen da ist. Warum tue ich, was ich tue? Was ist der Sinn dahinter? Ich muss es als sinnvoll empfinden. Wenn ich jetzt begeistert bin, dass ich bei einem Kunden etwas, einen Teil liefere, dann ist das eine tolle Sache. Also so würde ich suchen, um rauszukriegen, wie kriege ich diesen Stolz auf das, was ich tue, den Sinn in dieses Unternehmen. Da wäre also dann dein Tipp, dass man nicht nur auf das Produkt sich fokussiert, sondern auch vielleicht einen Schritt weiter denkt. Für was brauche ich das Produkt und wer sind vielleicht die Glamour-Kunden, wo man mein Produkt eben dann mitwirken kann. Dann eben. Das ist also das kann eine Möglichkeit sein. Übrigens nicht nur direkt ein Schritt, du kannst zwei Schritte. Deswegen das Beispiel vom abgekanteten Blech. Das abgekannte Blech geht an irgendeinen Elektromotorhersteller. Ja. Aber wenn der diese dann an Tesla liefert, habe ich diesen Stolz vielleicht bezüglich Tesla. Ne? Und so baut man auch dann die Vision wahrscheinlich dann mit auf und die Kommunikation auch an die Mitarbeiter, um genau das zu vermitteln, zu sagen, für was sind wir eigentlich dann da und wo wirken wir dann gemeinsam hin und wo wollen wir auch letztendlich hin? Ja, also das ist eine Sache, dass ich diesen Werksstolz hinbekomme. Mhm. Die andere Sache ist, dass ich als Unternehmer es hinkriegen muss, dass meine Leute sich weiterentwickeln wollen, dass sie die Besten in dem sein wollen, was sie sind, dass ich also dieses auch da nicht nur stolz auf das Produkt, sondern auch stolz, dass ich sage, das ist mein Verdienst, mein kleiner Teil, den ich hier liefere. Mhm. Wenn ich also normalerweise sage, was macht so einen intrinsisch motivierten Mitarbeiter aus, dann ist das eine, es muss sinnvoll sein, das hatten wir eben. Das zweite ist, bitte, lieber Unternehmer, gib mir nur das Ziel vor, aber nicht den Weg dahin. Ob ich jetzt rechts rumdrehe oder links rumdrehe, ich bin dafür verantwortlich, dass das Ziel erreicht wird. Da immer zu schauen, im Kleinen wie im Großen, wie kann ich das hinkriegen? Und das Dritte ist, wenn jemand so drauf ist, dann will der natürlich in dem, was er tut, besser werden. Gibt mir die Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln. Das kann durch den Unternehmer oder durch den Vorgesetzten sein. Das kann sein, hey, schau dir mal wir gehen jetzt mal auf eine Veranstaltung oder wir holen jemanden, der uns als für diese Sache unterstützt, damit ihr besser werdet. Aber das muss von innen herauskommen. Diese Sache, die muss sich wecken eigentlich, dass die Leute daran begeistern. Und anfangen tut das damit, mit der Kultur, okay, warum gibt es unser Unternehmen? Für was machen wir das eigentlich? Warum sollte ich mich denn hierfür engagieren? Dieses Thema Entwicklung, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt auch. Also wie schafft man es dann wirklich, seine Mitarbeiter dafür zu begeistern, den besseren Weg für seine Arbeit zu finden, Dinge anders zu machen oder auszuprobieren? Ich sage mal so, diesen Anspruch hinzubekommen, wir als Team kitzeln das Maximum aus der Maschine raus, weil wir es können, ja. Aber oft haben wir die Situation im Unternehmen, man hat sich eingerichtet. Man ist ein bisschen Schulterzucken, man macht seine Aufträge brav. Aber das war es dann auch schon. Wenn die Werkssirene schreit, kann ich nach Hause gehen und kriege jeden Monat mein Geld und prima ist. Also wie schafft man das tatsächlich, das zu fördern, dass auch Werker an der Maschine wirklich sagen, hey, wir kitzeln das Maximum aus dieser Maschine raus und wir sind da drin die Besten und keiner auf dem Markt kriegt aus der Maschine so viel raus wie wir. Du hast es eben schon gesagt, ich muss darüber sprechen. Wenn ich bin im Wettbewerb, ich kann sagen, schau mal, die anderen haben das und das jetzt schon gemacht, da müssen wir dranbleiben. Dann wirklich auch die Leute belohnen, in Anführungsstrichen, ich sage das gleich, wenn sie eine tolle Leistung gebracht haben. Wenn jemand sich was Neues überlegt hat, hey, damit kriegen wir das Ding 2 Minuten schneller hin, dass darüber positiv gesprochen wird. Dass man denjenigen herausstellt. Es geht nicht darum, dem Geld dafür zu bezahlen, sondern einfach die Wertschätzung zu geben und die Bestätigung,
Das war richtig geil, was du da gemacht hast. Die sind nicht einfach nur, ihr arbeitet super, die Bestätigung, sondern wirklich in dem Sache, hier, da, wo du das gemacht hast, richtig geil. Weißt du, was das für eine Auswirkung auf den Elektromotor hat, wo der jetzt abgekantet hat? Weißt du, was das bedeutet bei Tesla nach außen? Darüber immer wieder zu sprechen. Und zwar muss ich das in Abhängigkeit des Mitarbeiters machen. Je nachdem, was ist es, was den Mitarbeiter anspricht, was ist es, was den treibt, das muss ich auch rauskriegen als die Führungskraft, damit ich ihn da bestärken kann, in dieser Richtung weiterzumachen. Und das Zweite ist, oder was Zweite auch ganz wichtig ist natürlich, wenn ich dieses kontinuierliche Verbesserung haben will, dann muss ich natürlich auch mit gutem Schritt vorangehen. Also ich muss auch mich daran halten und muss in irgendeiner Weise, müssen meine Mitarbeiter mitkriegen, dass ich das als Vorbild auch mache. Es gilt natürlich auch für mich, ansonsten wird es nicht funktionieren. Jetzt haben wir ja meistens mehrere Hierarchiestufen in so einem Unternehmen. Nehmen wir mal an, wir haben jetzt den Unternehmer selber und dann hat er jetzt vielleicht noch seinen Werksleiter und noch dann seine Schichtführer und unter dem Schichtführer ist dann vielleicht noch dann der Meister an der Maschine, also der Hauptwerker. Wir haben also eine gewisse Kaskade da drin. Und wenn jetzt der Unternehmer sagt, jawohl, ich will das jetzt anfangen umzusetzen, ich will diesen Change hinbekommen, ich fange auch mit mir an, wie transportiert er das oder wie stellt er auch sicher, dass dann sein mittleres Management oder auch Schichtführer, dass die das auch so weitergeben, dass die dann auch dann zu den Leuten an der Maschine hingehen und sagen, hey, das, was du da gemacht hast, das war jetzt richtig geil, das war richtig super. Die zwei Minuten, die du mehr rauskitzelst, die waren echt entscheidend. Ja. Wie kann man das transportieren? Weil nur, weil ich mir das vorstelle, ich will das und eine PowerPoint mache, passiert erstmal gar nichts. Nein, wird es nicht funktionieren. Ich bin ein großer Verfechter von diesen One-on-Ones, also die Mitarbeitergespräche, wo ich eins zu eins als Führungskraft mit dem Mitarbeiter spreche. Mhm. Das mache ich mal als Unternehmer sowieso mit meinem Werksleiter. Das heißt, ich muss immer wieder drüber sprechen. Ich sage das gerne. Das ist ja, gehört ja dann zu deiner Unternehmensvision, dass du diesen Change haben willst, dass die Leute alle mitziehen. Dir bleibt nichts anderes übrig, als da ständig drüber zu sprechen. Nicht immer wie eine Platte mit dem Sprung, immer wieder das Gleiche, sondern du musst es aus den verschiedensten Bereichen. Immer wieder kommt das Gefühl. Und wenn du das Gefühl hast als Unternehmer, die denken schon alle, ich wäre dement, weil ich nur noch über den Scheiß spreche, dann bist du gerade mal auf halbem Weg. So, und das gleiche Trick muss sich runtertrickeln. Das heißt, das, was du als Unternehmer mit deinem Werksleiter machst, das macht der Werksleiter mit dem Abteilungsleiter. Das macht der Abteilungsleiter nachher mit den Teamleitern, mit den mit den Vorarbeitern und so weiter. Und jetzt kommt eine ganz wichtige Sache, was ich gerade bei Werkern oder in der Produktion häufig sehe. Draußen im Büro oder sonst was wird mir abgenommen, dass ich sage, als Führungskraft kannst du nur eine einstellige Anzahl an Mitarbeitern führen. Warum? Weil du ja mit denen kommunizieren musst. Du musst eins zu eins mit denen das Vertrauen mit denen aufbauen. Nur weiter unten, da heißt es, natürlich kann der 30 Leute führen. Nein, kann er nicht. Und wenn es da bricht, braucht man sich nicht zu wundern, dass dann die Leute nur sagen, oh, nein, du Pfeif, ist mir alles sonst egal. Das ist aus meiner Sicht die Art, wie du da rangehen solltest. Du wirst nie alle Leute in dieser Art mitziehen können. Aber wenn du es nicht, und es dauert auch lange, wenn das bisher nicht der Fall ist, das ist nicht getan in 2-3 Mal so ein paar Gespräche und dann ist es. Das zieht sich über Jahre hin, wenn das Ding mal versandet war oder wenn jemand sehr autoritär geführt hatte und jetzt auf einmal so eine Veränderung machen will. Das braucht Zeit. Das geht nicht von heute auf morgen. Aber du hast gar keine andere Chance aus meiner Sicht in der heutigen Zeit, als es so zu machen. Weil du brauchst eigentlich nicht mehr die Leute, die stur einfach mache ich, bum, 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 ist mir egal, was rauskommt, Hauptsache ich werde bezahlt. Ey, das machen Roboter, das macht AI, vergiss es. Das heißt, ich muss, es ist auch meine persönliche, wie soll ich sagen, ich habe die Verantwortung dafür, die Leute, die vielleicht jetzt noch bei mir so ticken, in die andere Richtung zu bringen, weil in den nächsten paar Jahren verändert sich so viel, die fallen durchs Raster sonst. Das ist meine verdammte Pflicht und Schuldigkeit, die auch dahin zu entwickeln.
Wie sehen solche Gespräche dann aus? Ist es dann der berühmte Gemba Walk, wo ich dann einfach auch als Unternehmer durch die Produktion laufe und mit den Leuten einfach am Ort des Geschehens spreche? Oder sind es eher formale Mitarbeitergespräche, wie man sie so bis dato kannte, wo man sich im Büro trifft für eine Stunde und sich dann unterhält? Und das da ist schon mal falsch, eine Stunde. Also erstens, Gemba Walk, ganz tolle Sache, hat mit Sicherheit gerade wenn man sowas neu einführt in der Art und es ist wirklich, wird wirklich durchgezogen, kann einen unheimliche Veränderung bewirken, einfach weil die Leute wahrgenommen werden, weil du wirklich nach unten in die Produktion kommst und dort am, wie heißt das, am Geschehen wirklich dabei bist, nicht irgendwo in so einem Kabuff. Was ich mit den One-on-Ones meine, das ist eigentlich ein Zusatz, dass ich mit jedem einzelnen meiner Mitarbeiter, deswegen nicht mehr als eine einstellige Anzahl, persönliche Gespräche, 1:1 Gespräche machen. Die kann ich in einem Meetingraum machen, das kann ich auch beim Spaziergang machen, das kann ich auch irgendwo an der Maschine machen, nur wichtig ist, dass die 1:1 sind, da hört keiner zu. Das sind nur mein Mitarbeiter und ich. Und bei diesen Gesprächen geht es darum, Vertrauen aufzubauen und über solche Sachen zu sprechen. Ey, warum gibt es unser Unternehmen? Was für Probleme hast du denn momentan? Wo willst du denn hin? Ich möchte wirklich mit dem Mitarbeiter sprechen, um ihn besser zu verstehen, um ihm weiterzuhelfen, um ihm die Unterstützung zu geben, um sich weiterzuentwickeln. Und das bedingt, dass ich sehr viele Fragen stelle in so einem Gespräch. Und wirklich interessiert bin an dem Mitarbeiter. Und jetzt komme ich auf die Zeit. Nein, das muss nicht eine Stunde sein. Da reichen manchmal 10 Minuten, Viertelstunde. Viel wichtiger ist, dass das regelmäßig geschieht. Dass ich das alle 2 Wochen vielleicht mache. So, jetzt habe ich 7 Leute, alle 2 Wochen, das geht. 30 Leute, nein, das geht nicht. Deswegen brauche ich diese Struktur und das muss runtertrickeln. Das heißt, jeder Vorarbeiter hat nachher diese Aufgabe. Und du siehst schon, ja, aber mein Vorarbeiter kann das ja gar nicht. Also bilde ihn aus, damit er das kann. Das ist die Idee dahinter. Also diese Art der Gespräche auch dem Vorarbeiter beibringen, indem man es ihm vorlebt, wie man die führt. Wenn der Vorarbeiter ist doch die Führungskraft, Herrgott nochmal. Also muss der das auch lernen. Aber bis jetzt war es halt vielleicht eine Führungskraft, die eben sagt, warum läuft der Scheißladen nicht? Ja, also, richtig. Und du und siehst, auf einmal das ist ein Umdrehen, das wird, glaube ich, schwierig. Also, das wird auch schwierig, das ist auch eine Veränderung. Nur, was ist die Alternative? Wie gesagt, dadurch, dass sich, egal wo, auch in der Produktion, die Sachen ja so ändern, dass ich mitdenkende Mitarbeiter brauche. Ich brauche den nicht mehr. Ich habe früher mal vor 30, 40 Jahren, Gott ist das lang her, habe ich ein Praktikum machen müssen, wo ich an so einen halben Tag an so einer Stanze war. Ne? Rein mit beiden Händen, damit nicht einer hin, runter, hoch und das Teil raus. Ich bin blöd geworden. Weil das so eine stupide Arbeit war. Solche stupiden Arbeiten gibt es ganz, ganz selten und die werden immer weniger. Warum? Weil wir es automatisieren, weil wir AI haben, weil wir, was weiß ich, wo wir noch Leute brauchen, ist, wenn sie ihren Kopf machen, damit sie mitdenken, gerade im Handwerk. Und das sehe ich auch noch nicht, dass das so schnell automatisiert wird, die pfiffigen Sachen. Da brauche ich Leute, die mitdenken. Also ist es meine Pflicht und Schuldigkeit, die Leute dahin zu entwickeln. Um das aber hinzukriegen, müssen sie intrinsisch motiviert sein. Also muss ich mit denen sprechen. Also muss ich die weiterentwickeln. Muss ich an den Sachen arbeiten. Werden das alle mitkommen? Nein, werden sie nicht. Aber meine Aufgabe ist es, so viel wie möglich da mitzubekommen, mitzukriegen. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte, wenn ich das nicht mache, verliere ich in einem Wettkampf, verliere ich in einem Wettbewerb in der heutigen Zeit. Dann gibt es mich mit meinem Unternehmen bald nicht mehr. Davon bin ich fest überzeugt. Da ist dann gleich die Anschlussfrage von mir nach den Anreizen und nach dem Benefit, nach dem Bonus. Was habe ich als Mitarbeiter davon, wenn ich diesen Weg mitgehe? Ist es nur der Erhalt des Arbeitsplatzes oder was schlägst du eigentlich vor? Nein, das ist es nicht. Das ist für dich als Unternehmer, dass ich dir sage, wenn du das nicht machst, hast du ein Problem, wenn du so glaubst, so weitermachen zu können wie jetzt, gerade mit der Demografie, die wir haben. Basierend auf der Demografie ist es eigentlich so, dass ich sage, ey, ihr habt gar keine andere Möglichkeit, als das so machen. Hinsichtlich der Anreizsysteme bin ich der Überzeugung, dass es kontraproduktiv ist, mit extrinsischer Motivation groß zu arbeiten bei Leuten, die intrinsisch motiviert sind.
Wenn ich es also hinkriege, dass meine Leute intrinsisch motiviert sind, also von sich aus und sagen, ich will das tun, ich habe da Werkstolz, dann ist natürlich die Bezahlung wichtig, aber sie muss als fair wahrgenommen werden. Also mein Ziel wäre da, bezahl einfach leicht über dem Durchschnitt, aber als festes Gehalt. Punkt. Und wenn es dem Unternehmen richtig gut geht am Ende des Jahres, ihr habt einen richtig schönen zweistelligen Profit gemacht mit Furz und Feuerstein, dann gibt es für alle eine entsprechende Regelung, wo dann halt was zusätzlich ausbezahlt wird. Was aber klar sein muss, dass wir können das jetzt, weil es super läuft, das kann nächstes Jahr anders sein. Wir arbeiten dran, dass es nicht so ist, aber das ist nicht selbstverständlich. Sowas würde ich machen. Was ich also nie machen würde. Also die leistungsbezogenen Zuschläge zum Beispiel. Du hast jetzt mal den Auftrag schneller geschafft, deswegen kriegst du 5 Mark mehr. Also, ja, das ist alles gelistet aus meiner Sicht. Das führt auch ähnlich wie bei einer Steuer. Die Steuer wird auch immer komplizierter. So ein System wird auch immer komplizierter. Irgendwann hat jeder das Gefühl, irgendwas habe ich vergessen. Irgendwie werde ich verarscht. Das ist nicht sinnvoll. Mach ein faires Gehalt, was über dem Durchschnitt liegt. Jetzt sagst du natürlich, aber ich kann gar nicht über dem Durchschnitt liegen. Ja, dann geh wieder zurück auf Anfang, schau dein Geschäftsmodell an und sieh zu, dass du so aufgestellt bist, dass du das zahlen kannst. Das ist die Art, wie du Leute hältst, die auch stolz darauf sind, mitzuarbeiten und die nicht übers Geld dann nachdenken. Die sind dann auch die werden, wenn jemand anderes dann sagt, ich biete dem jetzt noch das und das mehr, hast du eine große Chance, dass die nicht gehen. Weil sie sagen, ja, das ist ein faires Gehalt, was ich hier habe, ja, da verdiene ich ein bisschen mehr, aber hier finde ich es richtig, richtig cool, was wir machen. Das möchte ich nicht aufgeben. Solche Leute möchtest du auch halten und haben. Ich versuche jetzt gerade zu reflektieren, eine ganz andere Branche zum Beispiel, die ja riesige Nachwuchssorgen haben, zum Beispiel Metzgereien. Also es ist ja, ja gerade in Metzgereibetrieben echt schwierig, überhaupt Auszubildende zu finden und die dann auch noch zu halten. Und wenn du in einer handwerklichen Metzgerei gearbeitet hast, dann kommt nebenan der Supermarkt und verspricht dir tolle Arbeitszeiten bei viel besserer Bezahlung und so weiter, dann sind die fast alle wieder weg. Ja. Gilt das, was wir gerade besprochen haben? Du hast auch einen Koch, die sind fast nicht zu finden. Gilt das, was wir gerade besprochen haben, auch für diese Betriebe? Kann man das da genauso anwenden, dass ich eben sage, ja, diese intrinsische Motivation, ich muss da sehr viel drüber sprechen, warum sind wir da, was machen wir und damit die Leute halten und ist dann am Ende des Tages doch nur die Vertragserfüllung und das Geld und die Arbeitszeit? Also wenn du, es kann natürlich sein momentan, dass derjenige sagt, ich sehe das gar nicht, dann würde ich immer zurückgehen und sagen, was kann ich am Geschäftsmodell ändern, damit das so passiert? Ich würde jetzt keine Metzgerei, da tue ich mir bei, also so eine 0815-Sache, schwer mit. Wenn ich aber beispielsweise eine Metzgerei bin, die seit 1783 es gibt und wir haben da einen Stolz drauf, ich muss gut positioniert sein. Ich sage dann bei uns, da gibt es aber nur aus, keine Ahnung, ich bin da nicht selbst geschlachtet. Und auch nur von denen, die vorher gestreichelt wurden, die Tiere. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas in der Richtung. Du musst dich positionieren. Wenn du jetzt sagst, ja, ich bin hier halt die große Metzgerei, wir schlachten. Das ist es. Dann muss ich sagen, dann hast du auch keine Berechtigung auf dem Markt. Es tut mir leid. Dann ist es, dann entweder du findest etwas oder du bist weg vom Markt, gerade als KMUler. Vielleicht ist es was anderes, wenn du jetzt ein Riesenunternehmen bist, dann ist das viel schwieriger mit der Positionierung. Aber wir sprechen ja hier über die KMUs. Die haben ja genau den Vorteil, dass sie sich super positionieren können. Also tut das als erstes. Und dann findet ihr auch etwas, was diesen Werkstolz, wo es darum geht, wir arbeiten hier an einer Sache und wir machen das so richtig. Und dann hast du auch Leute, die da mitziehen wollen. So würde ich an die Sache rangehen. Welche weiteren nicht finanziellen Möglichkeiten der Belohnung von Mitarbeitern empfiehlst du da eigentlich so? Was hast du denn so kennengelernt oder was ist denn so dein Tipp eigentlich an die Zuhörer? Und du sagst, ja, jetzt habe ich Leute, die sind echt klasse und die machen ihr Zeug und ich bin wirklich stolz auf die, auch dass die da sind. Was kann ich denen Gutes tun? Unterstütze sie, dass ihre Motivation bleibt. Konzentrier dich nicht drauf, was du jetzt noch mehr, wie du sie noch mehr motivieren musst, sondern achte darauf, dass du sie nicht demotivierst. Mit irgendwelchen unsinnigen Regelungen, dass du ihnen quasi den Spaß an der Arbeit verdirbst.
Was du machen kannst, ist, wenn du sagst, Mensch, das läuft super hier und dann verbinde ich beispielsweise eine, dass man sagt, wir gehen alle auf eine bestimmte Veranstaltung, wo wir was lernen können. Und danach ist es schön, dass man auch noch miteinander zusammen was trinken kann und so weiter. Solche Sachen kannst du natürlich machen. Das ist für mich aber nicht eine wirkliche Belohnung, sondern das gehört dazu, um, es ist immer verbunden mit einer, hey, da, so arbeitet der, so kann sich der Mitarbeiter weiterentwickeln oder auch Netzwerken untereinander ist ja auch eine Art der Weiterentwicklung in der Art. Also ich würde jetzt nicht mit dem Kopf hingehen, ah, was kann ich denen denn noch bieten? Ich könnte denen also so ein Fahrrad, was, womit sie dann zur Arbeit kommen oder das und jetzt noch ein Obstkorb oder irgendwas. Ja, nice to have, kannst du machen, wenn du sagst, das lohnt sich hier, aber da würde ich, oder eine tolle Kaffeemaschine in der Produktion, ja, kannst du machen, aber daran wird es nicht scheitern. Das ist nice to have, das andere ist das Wichtige aus meiner Sicht. Ja, ich kenne ein Unternehmen, das sagen die quasi als Dankeschön, der Chef grillt. Also der Chef stellt sich einfach hin und sagt, ich grill die Bratwurst, ich gebe sie euch ins Brötle und ich gebe das Zeug raus, weil ich bediene heute euch. Das ist aber Wertschätzung. Der Chef könnte ja auch was anderes machen. Der könnte ja auch da irgendeine bekannte Marke und ganz toll und die grillen für euch. Nein, er stellt sich dahin. Was ist das größte Problem eines Chefs? Er hat keine Zeit. Und jetzt nimmt er sich diese Zeit. Das ist eine unheimliche Wertschätzung. Er will bei seinen Leuten dabei sein. Das ist aber was anderes als, wie könnte ich jetzt mit meinen Mitarbeitern mehr Geld bezahlen oder noch einen tollen Obstkorb oder sowas. Das ist was anderes. Das hat aber damit zu tun, dass diese persönliche Wertschätzung damit ist. Das ist das Besondere dann daran. Also das fast wie in Familien eigentlich auch. Ich habe für dich Zeit und ich nehme die Zeit für dich. Exakt, genau. Ja. Das ist viel wichtiger als ich kaufe das schönste Spielzeug. Ja. Oder ich gebe dir ein anderes Beispiel, was ich bei Unternehmern schon gesehen habe, die in der Produktion waren. Die müssten nicht mehr morgens durch die Produktion laufen. Sie tun es aber. Mhm. Das heißt, die laufen durch die Produktion und da ist der Schorsch, es ist Montagmorgen und sie machen einen kleinen Schnack mit dem Schorsch. Und wie war es am Sonntag, ne? Ah, haben wir verloren im Fußball, leider. Ah, müssen wir durch, geht nicht anders. Das war's, dann geht er weiter. Das ist eine Wertschätzung. Er sagt, mir sind meine Leute wichtig und ich möchte dieses, sprechen sie auch am Weihnachtsfeier aus. Das sind Sachen aus meiner Sicht, die zeigen den Mitarbeitern dann, hier bin ich richtig, hier bin ich Teil eines Ganzen und mir macht das Spaß, weil ich hier was bewegen kann und ich werde auch wahrgenommen als Person. Jetzt brauchen wir ja immer einen Produktivitätsfortschritt, um wettbewerbsfähig zu bleiben, weil die Welt da draußen dreht sich weiter, die Einkaufspreise steigen, ich habe höhere Energiekosten, ich kann jetzt nicht einfach alles auf Marge laufen lassen, weil dann bin ich irgendwann weg vom Fenster. Also muss ich ja selber schauen, dass ich irgendwo damit umgehe und alle Preise weitergebe und die Kunden kann ich auch nicht in dem Maße, wie ich mir es vorstelle. Ja. Also brauchen einen gewissen Produktivitätsfortschritt und eben diese intrinsisch motivierten Mitarbeiter, um den auch zu realisieren, weil ohne die Mitarbeiter wird es nicht gehen, sondern nur wenn die mitdenken und sich was vielleicht ausdenken, dann werden sie das realisieren können. Gibt es da aus deiner Sicht mittlerweile Veränderungen in den Generationen? Ticken da ältere Mitarbeiter anders als jetzt die neu auf den Arbeitsmarkt kommen oder ist das eigentlich völlig gleich? Ist dieser Leistungsgedanke der gleiche noch oder hat sich das verändert? Also ich beobachte eine Veränderung des Leistungsgedanken, aber das hat nichts einfach nur mit der jüngeren Generation zu tun. Das hat auch bei Älteren. Warum soll ich mir bestimmte Sachen noch antun? Das ist gesellschaftlich momentan ein Riesenproblem. Mhm. Und ich finde es nicht richtig zu sagen, ja, das ist die junge Generation. Ja, natürlich haben wir es momentan sowieso schwieriger, weil wir diesen demografischen Wandel haben und der fängt erst an, das wird noch viel schlimmer. Bedeutet aber eigentlich nur, dass ich der Generation Z, aber auch den anderen, wirklich klar machen will, warum,
Warum macht es Spaß, hier zu arbeiten? Und mit Spaß meine ich, warum ist es erfüllend für euch? Warum solltet ihr hier bei mir arbeiten? Nicht nur wegen des Geldes. Und diese, ich habe so eine Podcast-Folge mal gesagt, Schluffis gab es schon immer. Die hast in jeder Generation. Mhm. Natürlich auch in der Generation Z, aber die sind nicht mehr geworden. Es gibt auch so einen Spruch von einem alten Griechen, ich, ob das Aristoteles war, der so ein richtiges drüber hergeschaut hat, wir werden alle sterben, es wird alles ganz furchtbar mit der heutigen Generation. Und das gibt es seit 2000 Jahren oder länger. Das ist nicht der Punkt. Ich glaube aber schon, wie du das schon sagtest, es ist eine Veränderung momentan. Wir haben einen Arbeitnehmermarkt und dazu noch so eine Melange der Frustration und das, weil Krieg, weil es geht uns insgesamt in Deutschland schlechter, gefühlt zumindest. Wir haben sehr viele Probleme. Es ist nicht mehr diese Aufbruchstimmung, es wird immer besser werden. Nee, es wird wahrscheinlich eher mal jetzt mal schlechter. Und das führt dazu, dass die Leute sich so ein bisschen zurücknehmen, wenn sie keinen Sinn sehen in dem, was sie sagen. Das Einzige ist hier Geld verdienen, dann kann ich auch ein bisschen weniger arbeiten. Sind wir also, alle gemeinsam ein bisschen zu satt geworden, vielleicht auch die letzten Jahre. Das ist mein Gefühl. Und jetzt brauchen wir wieder den Hunger, dass wir sagen, wir wollen es wieder hinkriegen. Ja. Und da sage ich, wer soll das denn holen? Die Politiker, vergiss es. Irgendwelche Bürokraten kannst du vergessen. Das sind die KMU-Unternehmer. Und als KMU-Unternehmer ist es deine Kernaufgabe zu überlegen, wo mache ich einen Unterschied? Wie positioniere ich mein Unternehmen? Und nochmal, ich will das nochmal aufs Tablett bringen, weil viele Unternehmer, KMU-Unternehmer mir sagen, ja, ich bin ja so klein und die Großen. Nee, genau das ist der Vorteil. Wenn du dich in der Nische positionierst, das kann kein Großer. Der kriegt das nicht hin. Ich war in einem Großen, die kriegen das nicht hin. Du hast eine Riesenchance, wenn ein 30, 40, 100 Mann, auch noch ein 300 Mann Laden, kriegt das hin, eine Veränderung in der Positionierung relativ schnell hinkriegen. Das kriegt ein Großer nicht hin. Also nutz diese Chance. Und je höher, je besser du positioniert bist, desto höher ist dein Profit, weil du wirklich in der Nische positioniert bist. Und dann hast du ganz andere Chancen. Dann hast du auch viel besser die Möglichkeit, Leute zu halten. Leute, die sich für dich begeistern, weil du genau weißt, für was du stehst und für was nicht. Und ja, wir machen Schnitzel, wir machen Metzgerei. Ja, was für eine Metzgerei? Was zeichnet dich aus gegenüber anderen Metzgereien als Beispiel? Oder wenn du abgekantete Bleche, was macht dir besonders? Überleg dir das. Und es kann nicht sein, ja, die Qualität ist halt bei uns besser. Wir haben einen besseren Service. Nein, das ist es nicht. Zurück zum Wort. Überleg dir was. Genau, was ich glaube, aber das ist es nicht. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Vorteil, auch den die wie du gesagt hast, die KMU-Unternehmer haben. Sie sind ja auch meistens Inhaber geführt. Ja, Sie haben die Möglichkeit, dass der Inhaber die Freiheit hat, auch darüber nachzudenken, wo er hin will und was seine Position ist und seine Vision für sein Unternehmen ist und nicht durch eine, sagen wir mal, Aktionärsversammlung oder sonst irgendwas konsensweich gespült wird, sondern er könnte sogar eine sehr scharfe Positionierung sich überlegen und sagen, ich ziehe das durch, weil es meine Firma ist und wer zahlt, sagt an, in dem Punkt jetzt mal, weil das ist seine Unternehmeraufgabe. Und der Unternehmer prägt halt dieses Unternehmen viel stärker als jeder andere in einem großen Konzern das überhaupt kann. Wie du sagst, also nutzt diese Chance. Und damit kannst du natürlich richtig was reißen. Und wenn es dann viele davon gibt, dann kann es auch so eine Aufbruchstimmung geben. Leider gibt es momentan zu wenige. Leider, aber das ist jetzt ein gesellschaftliches Problem. Da habe ich auch, wenn ich ehrlich bin, manchmal verzweifle ich an sowas. Ja. Wir müssen wieder etwas visionärer vielleicht denken, alle gemeinsam und auch was trauen dabei. Ja, da hast recht. In diesem Sinne, lieber Bernd, bedanke ich mich ganz herzlich für deine Zeit und für dieses tolle Gespräch. Und wie gesagt, ich kann jedem nur empfehlen, schaut mal auf deinem YouTube-Kanal mit vorbei. Der Link ist unten in der Videobeschreibung mit drin. Vielen Dank nochmal und wir bleiben im Kontakt miteinander. Sehr gerne. Vielen Dank. Das hat mir auch viel Spaß gemacht, Axel. War cool.
Welchen zentralen Impuls aus diesem tollen Gespräch konnten Sie für sich mitnehmen? Ich bin sehr gespannt. Schreiben Sie mir doch Ihre Antwort in die Kommentare, damit wir gleich im Nachgang zu dem tollen Video auch gemeinsam als Community eine Diskussion starten können. Ich freue mich auf Ihre Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.